Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es nochmal um Dateien, aber diesmal wollen wir keine Datei hochladen, also werde ich das einfach mal hier alles löschen. Sondern wir wollen die Datei selbst schreiben. Kann auch mal vorkommen, dass ihr das braucht, zum Beispiel wenn ihr irgendwie dynamisch was HTML-mäßiges kreiert, wie zum Beispiel einen Forum-Post oder sowas, dann könnt ihr das Ganze in der Datei speichern und dann nur in eure Datenbank reinschreiben, was für einen Index oder was für einen Dateinamen ihr dafür benutzt habt für diesen Forum-Post. Ja, macht durchaus Sinn, ist sehr viel effizienter, als wenn man jedes Mal in seine Datenbank reinschreibt. Die hat ja auch nur eine begrenzte Größe. Und deswegen zeige ich euch heute, wie das Ganze funktioniert. Okay, also zuerst einmal brauchen wir natürlich eine Datei. Deswegen sagen wir hier, $file ist gleich fopen. So, fopen, ihr seht, hier hat ein riesiges Dingensbumsens. Hier könnt ihr gerne mal durchlesen, was die einzelnen Buchstaben hier bedeuten. Es gibt nämlich mehrere Modi, wie man Dateien öffnen kann. Und das mache ich jetzt erstmal alles weg. Wir wollen hier jetzt als erstes mal eine, keine Ahnung, test.txt, wollen wir öffnen. Und zwar mit dem Schreibmodus. Also W ist der Schreibmodus. Es gibt hier einige verschiedene Modi, wie gesagt, ihr könnt sie hier an der Seite durchlesen. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die wichtigsten davon. W ist Schreiben und zwar wirklich nur Schreiben, ihr könnt da nichts lesen. Dann werdet ihr aber auch, wenn ihr hier diesen test.txt-File schon habt, werdet ihr dieses File löschen und komplett von vorne anfangen. Also Vorsicht mit dem Schreibmodus mit W hier. Damit löscht ihr alles, was davor drin war. Macht natürlich auch Sinn bei einem Forumspost, zum Beispiel wenn jemand seinen Post editiert, dann übergebt ihr einfach nochmal alles an die Datei, denn ihr wisst ja nicht, wo genau er was editiert hat. Und anstelle hier einfach alles nochmal zu parsen, macht es natürlich einfach Sinn, einfach alles nochmal reinzuschreiben. Und dann wollt ihr einfach auch alles löschen, also nicht irgendwie hier irgendwie zimperlich mit der Datei umgehen, sondern einfach löschen und nochmal drüber schreiben. Also W, durchaus sinnvoll. R öffnet nur zum Lesen, das heißt, ihr dürft nicht schreiben. Macht auch Sinn, wenn man jetzt an ein Forum denkt, denn manche Leute dürfen ja auch nicht schreiben. Und A ist auch Schreiben, also quasi wie W, nur dass dann die Datei bestehen bleibt. Also alles, was davor drin stand, bleibt und es wird ans Ende was angefügt, okay? Also A ist quasi Schreiben mit Anhängen, Append, A, daher kommt es A. W ist Write und R ist Read Only, also jeweils Only. Wenn ihr Schreiben und Lesen wollt, bevor ich das jetzt sage, wenn ihr eine Datei auf keinen Fall überschreiben wollt, dann könnt ihr X benutzen. Das ist auch nur zum Schreiben, aber wenn die Datei schon existiert, dann wird euch ein Fehler ausgeschmissen. Also, das heißt, ihr könnt die Datei dann nicht anlegen, weil ihr ja die Datei schon habt, also quasi mit Löschschutz sozusagen. Okay, Schreiben und Lesen bekommt ihr mit R+. Damit bekommt ihr dann, wie gesagt, einfach Lesen und Schreiben. Allerdings müsst ihr da vorsichtig sein, ihr seid ganz am Anfang von eurer Datei. Das heißt, zum Lesen sehr praktisch, ihr kommt ganz am Anfang von eurer Datei und könnt dann alles von oben nach unten durchlesen. Wohingegen, wenn ihr was schreibt, dann schreibt ihr auch am Anfang rein. Das heißt, ihr schreibt quasi, bevor der bisherige Text drin steht, rein. Okay, W+ ist die Alternative dazu. Da kommt ihr zwar auch am Anfang von der Datei raus, aber ihr löscht wieder mal, wie bei dem anderen W, einfach alles. Also quasi alles erstmal weg und dann könnt ihr lesen und schreiben. A+ ist die Alternative dazu. Und zwar werdet ihr da einfach den File Pointer, so heißt das Ding, ans Ende der Datei schreiben. Also quasi ihr könnt weiterschreiben und wenn ihr was lest, dann habt ihr ein kleines Problem, denn ihr könnt ja nicht quasi nach dem Ende noch weiterlesen. Wenn die Datei nicht existiert, wird einfach eine neue erstellt. Und irgendwie möchte es nicht. Okay, X+. So, jetzt aber. Da ist wieder mal die Datei, falls sie existiert, dann wird ein Fehler geschmissen. Falls sie nicht existiert, wird eine neue Datei zum Lesen und Schreiben erstellt. Wir werden jetzt, wie gesagt, einfach mal nur Write benutzen, denn wir wollen ja nur schreiben. Lesen können wir nachher noch. Okay, wenn wir was schreiben wollen, am Ende sollte man auch immer wieder, also fopen ist File open und am Ende sollte man auch immer wieder fclose machen. Ja, fclose. So, und der Handle ist quasi unsere $file, also unsere Datei, damit die auch wieder geschlossen wird, denn ansonsten haben wir hier teilweise Probleme. Apropos Probleme, wenn ich hier die Datei nicht schreiben dürft, so wie ich jetzt wahrscheinlich gleich,
Ich aktualisiere das mal. Hier sehen wir es, dass ich keine Berechtigungen habe. Das liegt in Linux daran, dass ich einfach keine Schreibberechtigung in meinem Ordner drin habe. Denn es möchte hier gerne was schreiben. Möchte ich aber eigentlich nicht ändern. Ich habe den Uploads-Ordner freigegeben. Deswegen sage ich jetzt hier uploads/test.txt. Und dann werden wir sehen, wenn ich diese Seite nochmal aktualisiere, haben wir keinen Fehler mehr. Und in meinem Uploads-Ordner befindet sich jetzt eine test.txt-Datei, die einfach komplett leer ist. Okay, ja gut, so kann man natürlich einfach eine Datei kreieren. Jetzt wollen wir natürlich auch was reinschreiben. Das können wir machen mit fwrite. Fwrite ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Ihr wisst mittlerweile, der Handle ist eure File, also $File. Und hier kommt der $String rein. Ihr könnt hier auch noch, wenn ihr wollt, eine Länge reingeben, aber die ist standardmäßig eh auf 0 gesetzt. Und hier kommt dann einfach rein, was ihr reinschreiben wollt. Also sowas wie, keine Ahnung, F-Society. Okay, so könnt ihr hier dann einfach Sachen reinschreiben. Super, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr schreiben. Achtung, wenn ihr jetzt hier weiterschreibt mit nochmal einem F-Write zum Beispiel, dann bleibt euch das F-Society hier oben erhalten. Und wir können einfach mal den hier kopieren. Wir schreiben jetzt einfach zweimal F-Society rein. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, wo ist, da ist es. F-Society wird in diesem Fall zweimal direkt hintereinander reingeschrieben in unsere test.txt-Datei. Okay, wie kriege ich das hin, dass es nicht direkt nebeneinander ist, sondern mit einem Leerzeichen dabei? Naja, neue Zeile ist \n, Leerzeichen wäre ein ganz normales Leerzeichen. So, und jetzt wird es spannend. Bleibt das F-Society von gerade eben erhalten? Nein, es wird gelöscht, habe ich euch doch erzählt. Bei W wird einfach alles gelöscht. Okay, wenn ich das jetzt erhalten möchte, dann muss ich mit A rangehen. Und jetzt kann ich hier ein A reinschreiben, kann meine Seite aktualisieren und wir sehen, dass plötzlich F-Society bleibt erhalten. Aber Vorsicht, hier kommt keine neue Zeile, weil ich bei dem unteren kein \n reingemacht habe und F-Society wird einfach nochmal neu reingeschrieben, also ans Ende quasi. Es ist einfach nur der Unterschied, bei dem A startet euer File-Pointer hier hinten, also da, wo quasi jetzt mein Cursor ist, da startet euer File-Pointer, wohingegen bei W startet er vorne und überschreibt alles andere. Okay, gut. Ja, jetzt geht es natürlich noch ums Lesen. Lesen ist eigentlich auch nicht so schwer. Ihr könnt natürlich zuerst einmal die komplette Datei auslesen. Das geht mit mit readfile. Und mit readfile könnt ihr jetzt hier, seht ihr wieder mega viele Sachen, aber ist gar nicht so schlimm. Ja, hier einfach den kompletten Dateinamen angeben. Hier braucht ihr tatsächlich nicht mal eine offene Datei. Das heißt, ich schreibe das jetzt mal unter das fclose, damit wir sehen, wir brauchen nicht mal diese Datei. Wir brauchen hier einfach nur den Pfad zu der Datei. Hier können wir dann eingeben uploads/test.txt. Damit, zeige es euch gerade mal, kriegen wir hier zweimal fsociety ausgegeben. Und ja, ist nicht wirklich spannend, aber so kann man halt auch den kompletten Inhalt easy mal ausgeben. Alles kein Problem. Sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel in HTML so ein Ding habt, das dann auszugeben. Achso, ich hätte vielleicht noch ein Echo vorne dran machen sollen. Warum hat denn das funktioniert? Was ist da los? Okay, ja gut, ich bin erstaunt, dass es funktioniert hat. Naja. Aber um ehrlich zu sein, benutze ich das Kommando eigentlich auch nicht wirklich. Denn es ist eigentlich auch nicht normal, dass man hier man liest normalerweise keine komplette Datei, sondern man liest entweder einen einzelnen Buchstaben oder man liest eine einzelne Zeile. Denn man möchte ja nicht alles auf einmal lesen, sondern man möchte, wie gesagt, normalerweise alles parsen und dann damit arbeiten. Okay, das machen wir mit einer While-Schleife. Die brauchen wir, ja, klar, solange unsere Datei nicht zu Ende ist, also while not file end of file, also file end of file, $handle, naja, $handle ist wieder mal unsere Datei. Solange unsere Datei nicht zu Ende ist, also solange wir kein file end of file lesen, solange wollen wir was ausgeben, und zwar echo, wir wollen was ausgeben, kein String, upsala, f gets mit s, weil get, also f für file, get für lease und S für String, also für eine komplette Zeile. Nachher machen wir noch einen Buchstaben. Der Handle ist mal wieder unsere File. Und ja, jetzt wollen wir hier hinten dran noch was ausgeben, nämlich ein Break, also eine neue Zeile in HTML. Okay, so können wir dann tatsächlich auch mal was machen, was sinnvoll ist. Und wir bekommen F-Society und nochmal F-Society ausgegeben. Sehr cool.
Jetzt können wir das Ganze auch einfach machen, indem wir jeden einzelnen Buchstaben lesen. Für manche Fälle soll das ganz sinnvoll sein, aber für andere Fälle ist es kompletter Schwachsinn. Deswegen sagen wir hier F get C für get char, also Character, ein einzelner Buchstabe. Okay, wir aktualisieren das Ganze und es kommt raus F Society, weil es Backslash N nicht erkennt, also als neue Zeile hier. Gibt's einfach nicht. Deswegen, wenn ich hier dieses BR gerade eben auch nicht gehabt hätte, dann wäre hier auch keine neue Zeile drin gewesen. Okay, so könnt ihr Dateien lesen und schreiben auf eurem Server. Wie gesagt, sehr sinnvoll, wenn ihr eure Datenbank nicht überlasten wollt und zum Beispiel ein Forum betreiben wollt. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und so weiter und so fort. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.